Seit der israelischen Militäroperation und den Kämpfen gegen die Hamas sind die Menschen im Gazastreifen zwingend auf humanitäre Hilfe angewiesen. Doch die für die Palästinenserhilfe zuständige UN-Behörde steckt in einer beispiellosen Krise. Die UNRWA ist unsere Lebensader. Sie wird uns nach dem Krieg mit Essen und Trinken versorgen. Möge Allah den Menschen beistehen. Ausgelöst wurde die derzeitige Krise der UNRWA von Vorwürfen Israels, wonach mindestens 12 Mitarbeiter der Behörde in die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober 2023 verwickelt waren. Jedes UN-Organ wurde als Waffe gegen den jüdischen Staat eingesetzt und als Werkzeug zur Auslöschung meines Volkes missbraucht. Als Reaktion auf diese Vorwürfe entlässt die UN-Behörde mehrere Personen. Dutzende Länder, darunter die größten Geberländer wie die USA und Deutschland, wollen ihre finanzielle Unterstützung auf Eis legen. Und die Europäer fordern eine interne Anhörung. Laut Experten geht es nicht nur um das Überleben der UNRWA, sondern auch um Millionen Menschen im gesamten Nahen Osten. Ohne die jährlichen Finanzhilfen und die Nothilfe kann die UNRWA nicht funktionieren. Sie hat kein eigenes Budget. Und deshalb stecken wir im Gazastreifen in einer schweren Krise. Und da müssen die Geberländer jetzt unbedingt weiter Finanzhilfe leisten. Sonst droht uns eine humanitäre Krise, die noch schlimmer ist als bisher. Die UNRWA, die größte Behörde der Vereinten Nationen, ist zuständig für die Hilfe an die Palästinenser. Gegründet wurde sie 1949, kurz nach dem ersten arabisch-israelischen Konflikt von 1948, der am Tag nach der Gründung Israels ausbricht. Die Organisation steht an der Seite von 5,9 Millionen Palästinensern im Westjordanland, im Gazastreifen, im Libanon, in Jordanien und in Syrien. Die UNRWA hat verschiedene Aufgaben: Flüchtlingshilfe und soziale Dienste, Bildung, Gesundheit, die Infrastruktur der Flüchtlingscamps und die Mikrofinanzhilfen von Unternehmen. Die UNRWA, das sind auch 30.000 Mitarbeiter, darunter 13.000 allein im Gazastreifen. Auch wenn es ironisch klingen mag, die Mission der UNRWA war ursprünglich als Provisorium gedacht. Sie sollte für die Hoffnung der Palästinenser auf ein Ende ihrer Vertreibung stehen, der sogenannten Nakba. Die UNRWA hat nicht die Aufgabe, eine langfristige politische Lösung zu finden. Also wird ihr Mandat seit 1949 alle 2 Jahre erneuert. Und da gibt es nun diese Behörde für Flüchtlinge, die humanitäre Hilfe improvisiert, die es noch heute gibt und die von den Spenden der Staaten abhängt. Aus Mangel an Alternativen wurde die UNRWA zum politischen Symbol für die Forderung der Flüchtlinge. Wie ein Autor sagte, die UNRWA ist eine humanitäre, unpolitische Behörde. Doch alles, was sie tut, ist politisch. Es wirkt sich auf die Politik aus. Im Kreuzfeuer der Kritik Israels heute der Chef der UNRWA, Philippe Lazzarini. Am 11. Dezember 2023 richtete er einen Appell an die internationale Gemeinschaft und kritisierte die Operation des israelischen Militärs, die für die Zivilisten unhaltbar geworden sei. Wir stehen am Rand einer möglichen Implosion. Wir könnten an unsere Grenzen kommen. Warum? Weil die zivile Ordnung langsam zusammenbricht. Nur einen Monat später wird Lazzarini von Seiten Israels über die mutmaßliche Verwicklung von Mitgliedern der Behörde in den Anschlag vom 7. Oktober informiert. Die UNRWA erhielt immer mehr Nachrichten von verschiedenen israelischen Behörden betreffend einer möglichen Verwicklung dieser 12 Personen in das Massaker vom 7. Oktober. Israels Standpunkt war schon immer, die UNRWA muss unbedingt weg. Es gab schon oft Ermittlungen, Strafen, Entlassungen und so weiter. Das ist nichts Neues. Mich erstaunt es zudem, dass das nur so wenig Mitarbeiter sind. Ich hätte besonders zu Kriegszeiten gesagt, das sind viel mehr. Mit den Entlassungen wollte man einen Schritt auf Israel und seine Unterstützer wie die USA zugehen.
Es ist nicht die erste Krise der UNRWA. 2014 entdeckte die UNO Raketen in einer ihrer Schulen in Gaza. Und 2021 musste ein Ex-Chef den Gazastreifen verlassen, wegen Kritik an den islamistischen Organisationen vor Ort. Israels Hauptvorwurf bleibt aber, die UNRWA leiste indirekte Finanzhilfe für die Hamas. 12 palästinensische Mitarbeiter werden beschuldigt von rund 13.000 Menschen, die für die UNRWA im Gazastreifen arbeiten. Einer soll laut israelischen Geheimdiensten eine Frau gekidnappt haben. Ein anderer soll an einem Massaker in einem Kibbuz beteiligt gewesen sein. Diese Vorwürfe sind für den Ruf der Behörde und ihre alltägliche Arbeit eine tickende Zeitbombe. Ja, das sind schwere Vorwürfe. Die UNRWA ist gefährdet. Sie war schon vor einigen Jahren wegen Missmanagement gefährdet. Ihr drohte schon verschiedene Male die Einstellung von Zahlungen. Es ist nicht das erste Mal, dass man die Finanzierung dieser Behörde aussetzen will. Mit der Sperrung der Finanzmittel für die UNRWA nimmt man Hunderttausenden Palästinensern, die die Behörde beschäftigt, die Arbeit. Und Millionen Palästinensern die Schulbildung. Laut der New York Times und israelischen Quellen wurden die beschuldigten Mitarbeiter identifiziert. Sie sollen direkt oder indirekt an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein. Die UN-Behörde leitete umgehend interne Ermittlungen ein. Nach Ansicht einiger Experten soll so von der humanitären Krise im Gazastreifen abgelenkt werden. Indem es die Länder dazu überredet, ihre Finanzierung einzustellen, gewinnt Israel gewissermaßen. Oder lenkt zumindest die öffentliche Aufmerksamkeit von seinem Fall und vom Genozid ab, sowie von dem Krieg, den es führt, hin auf einen anderen Fall, und zwar auf die Verwicklung jener 12 Mitarbeiter in die Anschläge vom 7. Oktober. Hinzu kommt, der Finanzboykott mehrerer Länder gegen die UNRWA geschieht genau zu dem Zeitpunkt, als der Haager Strafgerichtshof schwere Vorwürfe gegen Israel prüft und das Land dazu verpflichtet, die Palästinenser im Gazastreifen zu schützen, vor, Zitat, einem realen und unmittelbaren Risiko eines Genozids. Da hat die Behörde das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs abgewartet und in den Tagen darauf hat die UNRWA die Frage offengelegt. Sie traf eine politische Entscheidung, nämlich die sofortige Entlassung dieser 12 Personen. Doch für Israel, ganz besonders für seine Chefdiplomaten, wie auch für einen Teil der Bevölkerung, reicht das nicht. Die UNRWA soll auch nach dem Krieg nicht mehr im Gazastreifen operieren dürfen. Und das aus gutem Grund. Die Vereinten Nationen sind für Israel zum roten Tuch geworden. Dieser Staat wurde von den UN gegründet und würde sich jetzt am liebsten aus den Vereinten Nationen zurückziehen, in denen er sich nicht wiedererkennt. In dieser Organisation, die immer stärker unter Beschuss gerät, die immer stärker kritisiert wird, die aber funktioniert und die noch immer da ist. Und dieser Tatsache scheinen sich die Vereinten Nationen bewusst zu sein. Keine Organisation kann derart weitreichende Kapazitäten wie die UNRWA ersetzen oder sie ablösen, mit ihrem Wissen über die Menschen im Gazastreifen. Keine andere Behörde könnte die Aufgaben der UNRWA übernehmen. Also vielleicht wird es eine andere Behörde unter einem anderen Namen geben, aber man würde die Lehrer, die Ärzte, die Pfleger, die Sozialarbeiter der UNRWA natürlich übernehmen. Das Problem wird so für Israel letztlich nicht gelöst. Steht das Ende der UNRWA also wirklich auf der Tagesordnung inmitten der gravierendsten Situation ihrer Geschichte? Fest steht, dieses Dilemma führt der gesamten internationalen Gemeinschaft ihre Verantwortung vor Augen und stellt sie vor schwere Entscheidungen.